Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Cabellum. Chemtrails ist mein Gegner heute. Ja, das ist mein zweites Spiel. Dieses Wochenende eben habe ich schon so mein erstes gemacht und das lief gar nicht gut. Das kann ich nicht hochladen, habe ich so dämlich gespielt. Das ist ja aber peinlich. Das kann ich nicht hochladen. Ich hoffe, es ist besser. Gut, das ist ja eigentlich für mich ganz gut hier die Kombination, hätte ich gesagt. Lassen wir ruhig ganz später zukommen. Was hat er gemacht? Einfach mehr Crow. Ah, ne. Doch. Aber hat er gar nichts gemacht, ne? Er hält sein Geld noch. Ja. Einfach mehr Crawler geholt, wie man es halt so macht. Wieso habe ich eigentlich hier so. Ich wollte hier. Ich wollte genauso wie hier wollte ich eigentlich auch hier aufstellen. Wieso habe ich es nicht gemacht? Wieso? Egal. Die erste Runde wird es egal sein. In der ersten Runde gewinne ich sowieso automatisch, weil ich Panzer habe. Schön, wenn ein Panzer noch in der Mitte helfen würde. Danke. Dann die Crawler gewinnen es trotzdem, aber. Ich glaube, dass es stärker für mich ausgeht, die Runde. Pustekuchen. Naja, so ist das halt. Lasersight, Mass Produced, Wespen Swarm. Wespen, keine Idee. Lasersight ist halt für seine Mustangs hier absolut asozial gut, leider. Vielleicht auch skippen sollen, weil es für die Runde jetzt ein riesen Nachteil ist, es genommen zu haben. Schade eigentlich. Probieren wir das hier. Lasersight behalte ich jetzt einfach. Das erste war klar, die Frage ist, ob ich die Seite oder die falsche Seite geraten. Mal gucken, die links gewinne ich hart, rechts werde ich verlieren, keine Frage, hat hier einen weiteren Mustang geerdet, ich habe nichts gemacht, außer einen halben Crawler geerdet quasi. Der macht auch nochmal einen Crawler mehr. Runde 4 kann ich mir theoretisch mit verkaufen, dann zwei Vulcan Slicer. Runde 4 sind 800. Ah, nicht ganz, vielleicht muss ich mir sowas sparen. Ist hier in die Flanke. Ist es schlau? Überhaupt nicht schlau, oder? Nee, ist gar nicht schlau. Ich bin gespannt, ob er irgendeinen Überplan hat, den ich nicht verstehe. So. Also hier verliere ich jetzt, wie gesagt, keine Frage. Schön, wenn alle Crawler sterben, und tun sie aber nicht. Aber wieso muss denn der eine da abbiegen? Okay, ist in Ordnung. Timing für den Debuff ist sehr gut für mich. Das ist okay. In Summe passt es auf jeden Fall. Jetzt haben wir 600 zur Verfügung, richtig? Yep. Ein Skorpion.
Oder Typhoons. Der Rest könnte auch hier übel sein für ihn, wenn er ihn nimmt. Und ich habe dagegen quasi nichts. Ich kann dagegen auch nichts tun. Wenn Rest nimmt, verliere ich die Runde. Punkt. Das ist halt für mich schwierig. Das Einzige, was ich jetzt adden könnte, was nicht vollkommen fehl wäre gegen Anti-Air, wenn eigentlich... Ich könnte den Typhoon nehmen, aber ich glaube, dass das... Ist wahrscheinlich sogar gut. Wir nehmen den. Wir nehmen den Typhoon und den geben wir jetzt auch einfach das Item. Ich glaube, das ist okay. Verkaufen kann ich immer noch. Verstärken mal die Seite. Die Frage ist, will ich die Panzer leveln? Keine Ahnung. Ein klares, keine Ahnung. Wenn er jetzt halt beispielsweise genau Scorpion mit Ed, habe ich auch ein Problem. Deswegen, genau deswegen, das war der Grund, warum ich keine Panzer erholen wollte. So, jetzt habe ich es zusammengekriegt, was ich sagen wollte, deswegen wollte ich euch leveln. Das Einzige, was ich gegen die Scorpions habe, sind meine Stormcrawler quasi. Und hier sind sie auch drauf. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob es rechtzeitig ist. Meine Typhoons, der eine ist leider auf den einen gelockt und die killen leider Typhoons auch recht schnell. Und ich beide auf Arena zu bewegen, weil ich beide Seiten sehe. Laser-Sides sind die auch ganz nett. Das ist der Rhino. Junior Manufacturing Specialist. An sich ein sehr gutes Item, keine Frage. Frage ist, wo möchte ich denn hier hin eigentlich in dem Spiel? Ich komme halt um Feuer nicht herum. Ich habe Schwierigkeiten, gerade die perfekte Lösung zu finden. Ich hole nochmal einen Typhoon für hier. Und mehr Stormcaller. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht gleich noch irgendwie Sabertooth oder so ein Kack. Wir setzen den einmal hier in die Flanke. Und sei es nur dazu, um ihn zu verwirren. In der Mitte brauche ich nochmal Typhoon oder irgendwas. Die machen einen guten Job, aber das wird halt leider nicht reichen. Der killt mir alles auf der Seite. Ich verkaufe jetzt gleich den Rhino und hole mir dafür Melting Points mit Range, denke ich. Reicht das? Müsste eigentlich reichen, das Geld, ne? Ja, so verliere ich einfach nur.
Mal der auch noch jetzt hier auf den Blick nicht drauf ein. Und das nicht. Aber man sieht ja, ich krieg nicht mehr tot. Ich kann nur so spielen, alles anderes Quatsch. Ich kann nur mit Melting Point spielen, alles anderes komplett verrückt. Es geht nicht anders. Jetzt kommen die Sabertooth auch noch. Albtraum. Gut. In der Mitte hatte ich ein Schaffproblem, gell? Glaube schon. Aber ich muss den verkaufen, weil sonst kann ich mir nicht das leisten, was ich brauche. Ich muss hier was machen, damit ich den Dings loskriege. Ich könnte auch den verkaufen. Wenn er wieder neu verkaufen würde. Also nächste Runde anfangen, Tanks zu verkaufen. Mal gucken. Bin mir echt unsicher, ob das eine gute Wahl ist hier, was ich hier mache, aber mal gucken. Gut, er will meine Stormcore ablenken, soll er machen. Er hat anscheinend auch verkauft, oder? Kann ich hier sehen, was er genommen hat? Ne, kann ich nicht. Achso, ich wollte den verkaufen, ich Idiot. Achso, konnte ich ja nicht, weil ich den Dings verkauft habe. Ja, ich bin verwirrt. Aber ich glaube, es war trotzdem okay so. Okay, er hat den Sabertooth genommen. Jetzt weiß ich's. So, ist er tot, das ist schon mal gut. Ich meine, das brauchte ich halt, ne? Deswegen brauche ich den Melting Point. So, alternativlos. Denke ich. Es gibt sogar schon Alternativen, aber ich glaube, alle anderen, ja, ist jetzt schwierig geworden. Den kriegst du ja fast gar nicht mehr down und der hier hat jetzt auch seine Existenzberechtigung. Ja, und wenn man in den drin ist, das funktioniert jetzt eigentlich immer eine ganz gute Geschichte. Javelin und Storm. Der Javelin ist natürlich jetzt bitter für mich. Von ihr Leben zu wenig, okay. Ich den Level überlebte, aber in jedem Fall, ne? Ich glaube, dann sollte ich es nicht machen, sondern lieber noch mehr davon adden. Er könnte auch aber nuken. Wäre auch eine Option. Mach's mal so einfach. Schon, ob's reicht. Reicht. Ja, es war einfach offensichtliche Target hier, ne? Hätte er genauso gut nuken können oder Lightning Storm. Und da musste ich, habe ich die Schilde noch gesetzt. Aber so sieht es bitte aus. Wie nächste Runde, es gibt eine nächste Runde, ne? Und ich überlegen. Aber wenn es nächste Runde gegeben hätte, wäre ich dann hier auf Brawler Production gegangen, denke ich.
Ja. Ich glaube, ich muss mehr auf Melting Point setzen. Gefallen mir echt ganz gut. Und die gefallen mir mittlerweile auch ganz gut. Meint aber so ein. Die Reichweite ist halt ein bisschen schlecht, sage ich mal, aber im Endeffekt machen sie trotzdem ihren Job, um zum Crawler und so weiter loszuwerden. Das kriegen sie ganz gut hin. Bin ich ganz sicher, ob das hier das beste Upgrade auf Crawlern ist. Also ich bin der Meinung, das ist ziemlich schlecht, ist ehrlich gesagt. Keine Ahnung, was sein Gedanke dahinter war, ehrlich gesagt. Verstehe ich nicht ganz. Das bringt sein Timing auch noch mehr durcheinander. Aber er mag irgendeinen Grund gehabt haben. Ich habe ihn nicht verstanden. Und im Endeffekt hat es nicht gereicht. Sabertooth, ja. Hätte natürlich jetzt die Sabertooth mehr noch mehr gegen meine Stormcaller dann ausbauen können. Aber ich hatte jetzt auch nicht vor, weiter in die zu investieren. Ne? Vielleicht hätte ich noch vorher ausgegeben irgendwann. Aber der Gedanke war jetzt hier einfach primär, dass ich die Melting Points komplett durchziehe, weil ich brauchte die einfach hier gegen, ne? Als ich Level 2 war mit dem Item und dann auf Level 3 gelevelt war, war klar, ich brauchte irgendwas richtig Dickes vom Schaden her. Weil der halt einfach zu krass ist. Ich hätte schon über EMS gehen können, aber ich glaube einfach, massiver Schaden aller Melting Point war die bessere Wahl. Wie auch sei, ich sage danke fürs Zuschauen. Gerne Abo lassen. Gerne auch Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.